the game I'm waiting more is Colt Express, coming from the French publisher Ludonaut. The only one I've been playing really is Black Fleece, I'm afraid, so that's the one. Mich hat auch nach Indien noch schon sehr begeistert. Kleines Kartenspiel mit wenigen Karten, aber ziemlich tiefgehendes Spiel, was ich mir auf jeden Fall noch holen werde. Castle Crush von Sozo Games, das ist ein Verlag, der das erste Mal hier in Essen ist und der kommt aus Taiwan. Man baut einen kleinen Turm auf, versteckt da Leute und kann die Türme der anderen niederstrecken mit einem anderen Holzpöpel. Mein Spiel der Messe bis jetzt ist Arcadia Quest von Cool Mini or Not. Mein Spiel der Messe ist XCOM gewesen, weil ich als Videospieler natürlich total begeistert bin von der Brettspielumsetzung zu einem Videospiel, was noch dazu iPad-Unterstützung hat. Mein Lieblingsspiel ist Black Fleet. Das kam ja schon im Brettspielclub gut an und hier auf der Messe aber auch. Sieht richtig gut aus, macht Spaß, ist bestimmt ein Weihnachtsspiel. Also ich kann diese Frage nicht beantworten, ich werde sie immer gefragt und ich lehne sie einfach immer ab. Well, for the last 7 hours I was standing right in this place, signing copies and selling games and my game, Imperial Settlers, and I don't know even what's here on the other side of this wall, and I thought it's a progress game, and that's it basically. I have no idea what's going on. Mein Spiel, der Spiel ist Aquasphere. Ich habe das schon als Prototyp getestet und sieht jetzt live in Farbe total genial aus. Das finde Zeit zwischen den Terminen auf die Toilette zu gehen Spiel. The game I'm looking most forward to playing is Subdivision. We see the Small World Collector version, it's just incredible. And for me it's Fleets. A game I want to buy and I want to play is the what do you call it? Never Ending River? Never Ending River from Dreimeger Spiele, which is a kid game with a very nice concept, so try this guys. Meine Frau war letzte Nacht schon mit Wehen im Krankenhaus, ich bin eigentlich so auf Abruf hier. Ja, das ist vielleicht auch mein Highlight. Also mein Highlight dieser Messe war definitiv der, verdammt nochmal, ich suche diesen Stand, wo dieses eine Spiel ist, das ich da vorhin gesehen habe und von dem ich so tolle Sachen gehört habe. 850 geile Veröffentlichungen. Mein Favorit ist die 851. Meine Highlights, und ich muss es leider zugeben, entsprechen denen der Fairplay-Liste, nämlich... Ich weiß gar nicht, was gerade oben ist, aber Orléans, tolles Spiel, Deus, tolles Spiel. The Terra Mystica expansion, I think that was number one on my list. My pick for the show so far, Medieval Academy. Awesome little card drafting game, Blue Cocker Games. Very cool, artwork by Piero. It's awesome. Mein Highlight ist eigentlich überhaupt hier zu sein und nachher nach Hause zu kommen. Nachdem nämlich zuerst mein Hotelier gestorben ist und ich ohne Unterkunft da stand, haben sie kurz vor, 11 Stunden vor Beginn des Streiks noch meinen Zug hierher gestrichen. Und Hunter und Kron waren dann so freundlich und haben mich mit hierher genommen. Und wenn es weiter gestreikt wird und ich nicht mit dem Zug zurückkomme, nehmen sie sich auch wieder zurück. Das ist mein Highlight. Das waren ein paar verschiedene Eindrücke von dem Spiel von sehr verschiedenen Leuten. Jetzt ist natürlich noch nur noch die Frage, was war denn unser persönliches Highlight? Ich würde sagen, Kron, fang mal an, was ist dein persönliches Highlight gewesen? Wahnsinnig schwer, mein persönliches Highlight, da irgendwie... Es war für alle schwer. So, es war, also erstmal war natürlich die ganze Messe, war ein absolutes Highlight und all diese tollen, wirklich an den Ständen, die Gespräche und die Leute, die wir da getroffen haben. Das war wirklich, das war einmaliges Erleben. Das war wirklich ganz toll. Wenn du mich jetzt, und ich weiß ja, du zwingst mich, dann muss ich trotzdem ein paar Sachen nennen. Auf jeden Fall, eins meiner absoluten Highlights ist die Robinson Crusoe Erweiterung, die Fahrt der Beagle, weil einfach, ich freue mich da so wahnsinnig drauf, weil ich dieses Spiel wirklich liebe. Und natürlich... Aquasphere werde ich hier nennen, tatsächlich auch, weil ich habe vorbestellt bei Hall Games und habe dann mein Exemplar abgeholt und habe zufällig war Stefan Feld, der Designer, am Stand und hat dann mein Exemplar noch signiert für Kron und das war dann natürlich noch das Tüpfelchen auf dem i von diesem ohnehin schon tollen Spiel. Ja, und dann wurde es natürlich irgendwie, wie es halt auch so messen ist, ich kann mich da nicht zurückhalten und dann wird es so langsam immer geekiger bei mir so, ja, und ich liebäugel dann mit so Dingen und irgendwann kann ich es nicht mehr halten und dann muss das Zeug auch her. Und dann habe ich natürlich Shadows of Brimstone gekauft, wo es allein erstmal musste 24 Stunden drüber nachdenken, ob ich es kaufen möchte. Und davor war es sogar noch einmal ausverkauft. Es war ja dann jeden Tag auch immer natürlich ausverkauft. Und dann musste ich noch überlegen, da gibt es ja zwei Core-Sets, jedes wirklich ein 100 Kilo schwer und 100 Euro teuer. Und da musste man schon überlegen, ja,
Und ich werde auch noch deine Hilfe brauchen beim Zusammenkleben der Figürchen. Aber das war für mich natürlich ganz klar ein Highlight. Und ein Spiel, das ich natürlich so früh auf meiner Liste, auf meiner Watchlist hatte und welches ich auch gleich, das sag mal, das erste Spiel, was ich am Donnerstag um 10 Uhr morgens gekauft habe, gehört auch in diese Liste rein. Das sind natürlich The Battle at Campbell's Cascade, weil ich wusste einfach, Seaman Games werden davon nicht einen ganzen Lastwagen dabei haben. Ich weiß nicht genau, wie viele Exemplare, es werden schon einige gewesen sein, aber irgendwann, ab Samstag war es dann wirklich ausverkauft. Und wenn ich jetzt, waren das schon fünf? Wenn das nicht eins. Schon fünf. Nee, das waren noch keine fünf. Eins war noch. Dragonscroll war auch irgendwann ausverkauft. Und also ich habe meinem Sohn habe ich nur ausgepackt und guck mal, was da für Figuren dabei sind. Bei ihm wurden die Augen so groß, ja, weil es sind so wirklich handmodellierte, so große, auch schon bemalte, so Drachenfiguren. Und es ist auch ein großes Fantasy-Spiel, aber mit einfachen Regeln, dass man eben auch mit der Familie, das mit meinem Sohn spielen kann. Ja, deswegen muss hier noch eine Liste Dragonscroll. Das war so, und da wusste ich eigentlich gar nichts davon. Und das war so, musste dann. Also ich muss natürlich auch mehrere Sachen sagen. Ist gemein, ich weiß, unsere armen, prominenten Gäste durften immer nur eine Sache sagen. Aber so ist nun mal die Regel. Das ist unser Video und unser Kanal. Wir dürfen mehr sagen. Ihr seid so Assis. Ja, bei mir ist es so, letztendlich haben wir echt wenig Zeit gehabt, um wirklich zu spielen, muss man ganz offen auch zugeben. Wir hatten einfach so viel, man schafft es auch nicht, wenn man einfach so viel sehen will, dann hat man einfach nicht die Zeit, so viel zu spielen. Aber von den Sachen, die ich gespielt habe, war tatsächlich Cold Express mein Highlight. Es war einfach das Spiel, was mir am meisten Spaß gebracht hat und ich es wirklich gespielt habe. Ganz klar, es ist ein super lustiges Familienspiel. Von den Spielen, die ich nicht gespielt habe, wo ich also auch theoretisch total daneben liegen kann, ist einfach noch die Staufer zu nennen, weil das Spiel ist von Hans im Glück, die große Neuheit, auf das ich mich jetzt immer noch am meisten freue nach der Messe und es einfach als erstes spielen möchte. Mich spricht das Thema an und es sieht einfach nach einem tollen Vielspielerspiel aus. Aber ansonsten will ich noch Krawall im Hühnerstall erwähnen. Das hast du in deine Top 5 geschafft. Nicht immer ich doch entschuldige mich das bei gibt, allen anderen Spielen. Das gibt einen Sonderpreis, weil es passiert selten, dass es ein Spiel gibt, bei dem nur bei der Erwähnung des Namens ich schon einen Lachkrampf kriege. Und das zählt dazu Krawall im Hühnerstall. Ansonsten. Aber weil du Krawall im Hühnerstall genannt hast, darf ich noch ein sechstes Spiel nennen und nehme Hyperborea von Asmodee. Dieses auch, diese da kriegst du auch einen Lachkrampf. Kann ja nicht. Ohne will meine Ehre retten. Aber ich muss einfach sagen, vielleicht ist das Spiel der größte Mist, aber der Titel, der reißt es einfach raus.